Hallo und herzlich willkommen hier zu einer mehrfachen Kettenregel. Und zwar ist das eine Kettenregel ohne Sinus und Cosinus, sondern dafür halt mit Wurzeln. Und zwar genug Wurzeln, die einen auch wirklich ein bisschen wahnsinnig machen können, dürfen, sollen oder wie auch immer. Wichtig ist, dass man hier immer genau weiß, wo diese Wurzeln enden. Deswegen habe ich da mal ein bisschen drin rumgemalt. So, als erstes mal Strukturanalyse. Was ist denn hier überhaupt geschehen? Wie viele Wurzeln haben wir denn hier überhaupt? Und welche sind davon Kettenregeln und welche nicht? Diese hier zum Beispiel ist keine Kettenregel, das ist einfach Wurzel x. Das heißt, die erste Kettenregel fängt hier an. Aber ich will das jetzt hier einmal kurz umschreiben in die Potenzschreibweise, damit man sich vorstellen kann, okay, alles klar, vielleicht kann ich das mit Klammern leichter sehen als mit Wurzeln. Wollen wir anfangen. Hier steht ja x plus und dann steht hier eine große, ne? Der ganze Teil und diese Klammer hier, diese Wurzel hier heißt ja immer hoch 1/2. Und wenn ich jetzt von außen nach innen vorgehe, dann komme ich gar nicht klar. Also gehe ich bei Wurzeln eigentlich immer von innen nach außen, wenn ich es umschreiben will. Dieses hier ist x hoch 1/2. Dann steht da plus x. Diese Wurzel hier ist jetzt das hoch 1/2, ne, um das hier. Diese Wurzel hier, die klammert den Inhalt der Wurzel. Das hier ist der Inhalt der Wurzel. Also wird die geklammert und das Wurzelzeichen heißt ja hoch 1/2. Dann bin ich hier. Plus x und hier auch wieder Klammern hoch 1/2. Dann bin ich hier an der Stelle. Hm? Zack. Plus x und Klammern hoch 1/2. Dann habe ich hier wieder die Klammer zu der Wurzel gemacht. Plus x, Klammern hoch 1/2 und dann habe ich es. Aber jetzt die Frage, wie sieht jetzt eigentlich diese Struktur hier aus? Nochmal die Frage. Wir haben hier eine innerste Funktion, dann haben wir hier eine nächste Funktion, hier noch eine Funktion und da noch eine Funktion. Nennen wir diese hier doch ruhig A, dann ist das und dieses hier nennen wir meinetwegen B und dieses hier nennen wir C und dieses hier nennen wir D. Dann ist dieses hier A von B von C von D. Denn auch diese Funktion hier ist ja verschachtelt oder in dieser Funktion hier enthalten. Das heißt, d ist die innerste Funktion, x plus Wurzel x oder x plus x hoch 1/2. Und die äußerste Funktion ist halt genau dieses hoch 1/2. Gut, das heißt, wir haben hier schon mal die Struktur a von b von c von d. Wichtig, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gut, dann nehme ich hier diese Geschichte hier weg, weil das ist ja letztendlich nur zur Visualisierung gewesen und nicht zum Rechnen. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie wir hier die Ableitung bauen. Von außen nach innen gehend und gerade bei so furchtbar viel Verknüpfungen hier würde ich immer gar nicht mal empfehlen, das alles hier so einzeln aufzuschreiben, sodass man zum Beispiel sagt, d ist gleich x plus x hoch 1/2. Dann ist ja d' gleich 1 plus 1/2 x hoch minus 1/2. Hm? So könnte man ja jetzt vorgehen, d. Dann wäre ja c von d gleich, ne, wäre ja x plus d. X plus d. Und dann wäre ja c' von d gleich 1 plus d'. D' steht dann hier. So kann man das machen, ist jetzt aber hier nur eine Anregung von mir. Ich will das Ganze hier ein bisschen anders machen, damit das, weil wir das bei der dreifachen Kettenregel vorher auch schon so gemacht haben. 1/2 ist das äußerste, ne, die äußerste Klammer hier ist diese äußerste Wurzel. Wir gehen von außen nach innen, also leiten wir als erstes mal das ab. 1/2 mal, so, x plus x plus x plus x plus x hoch 1/2, Klammer zu, 1/2 hoch 1/2 hoch 1/2 hoch 1/2 hoch minus 1/2. Stimmt das jetzt? Könnte man sich ja fragen, weil das ja sehr verwirrend aussieht. Also dieses 1/2 hier ist offensichtlich hier nach vorne gezogen worden. Das ist die Ableitung der äußersten Funktion. Das ist die äußerste Funktion, ist diese ganze fette Wurzel mit all dem Kram da drin. Und deswegen stimmt das, weil wir haben hier 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 abgeschrieben und dieses 1/2 hier vor hinten haben wir einen abgezogen. Dann wird das Ganze ja multipliziert. Das ist jetzt hier geplant, dass es hier natürlich nicht weitergehen kann, weil die Tafel dafür definitiv zu klein ist. Multipliziert mit. So, jetzt kommt's. Jetzt wird dieses x hier abgeleitet und dann kommt diese Klammer.
Ja, dieses x hier darf man nicht vergessen. Mal, so, 1 plus. Da hier eine Summe kommt, brauchen wir an dieser Stelle hier eine Klammer. Ja, weil der ganze Teil hier vorne wird ja multipliziert mit der Ableitung dieser ganzen Funktion. Das heißt ja hier dann a' von b von c von d, oh Gott, von c von d. 1, 2, 3, 1, 2, 3, mal b' von c von d. Das heißt, hier wird mit der gesamten Ableitung multipliziert und nachher nicht nur mit der 1. Das hier ist ja die Ableitung hiervon. So, jetzt gehen wir hier an diese Stelle und sagen, okay, dieses 1/2, naja, ich nehme mal hier den Pfeil hier weg, dieses 1/2 geht hier nach vorne. Das heißt, dieses x wurde hierhin abgeleitet. Jetzt machen wir hier plus 1/2 mal, Klammer auf, x plus, Klammer auf, x plus, Klammer auf, x plus x hoch 1/2. So, 1/2, Klammer zu, hoch 1/2, Klammer zu, hoch 1/2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und dieses Teil hier ist als letztes hochgegangen, also hoch minus 1/2. Das ist dann b' von c von d. Und jetzt geht es hier auch gleich weiter. Multipliziert mit. Hier sind wir an der Stelle hängen geblieben, also gehen wir jetzt von dem Ding hier ein weiter nach vorne. Und wichtig auch hier wieder die 1 mit dazu zu schreiben. Mal 1 plus 1/2 mal. 1/2 mal, Klammer auf, x plus, Klammer auf, x plus x hoch 1/2. Zack, Klammer zu. Und jetzt brauchen wir nur noch einmal hoch 1/2 und dann hoch minus 1/2. Das heißt, der ganze Teil wird jetzt hier immer kleiner. Multipliziert mit, jetzt waren wir an der Stelle, jetzt wird nochmal dieses Ding hier genommen und hier vorgeschrieben. Mal 1 plus 1/2 mal x plus x hoch 1/2, Klammer zu. Und da kann man jetzt merken, wenn man hier nicht mehr die Führung sich nimmt hier oben und nicht mehr die Zeit nimmt hier oben, das auch tatsächlich alles nachzuvollziehen, könnte es nachher Schwierigkeiten geben. Also, diese 1 hier ist die Ableitung von diesem x plus 1/2 mal den Teil hier hoch minus 1/2. Und jetzt muss das Ganze nochmal multipliziert werden mit der Ableitung hiervon. Multipliziert also mit 1 plus 1/2 mal x hoch minus 1/2. Wer das jetzt zusammenfassen möchte, darf das gerne tun. Es ging ja hier eigentlich eher nur darum, nochmal diese ganze Strukturgeschichte und dieses, dass man das auch wirklich in einer fiesen Form liefern kann. Ich hoffe, ich habe jetzt hier keine Dödelei begangen irgendwie mit den ganzen 1/2-Geschichten. Man kann das aber auch das nochmal nachvollziehen. Hier haben wir jeweils 1, 2, 3, 4 mal ein x abgeleitet. 1, 2, 3, 4 mal ein x abgeleitet. Daran kann man schon mal was erkennen, dass das ganz vernünftig auszusehen hat. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 mal das 1/2 als Exponent gehabt. Das heißt, wir müssen es jetzt auch hier 5 mal als Faktor finden, denn es muss ja 5 mal mit der ganzen Klammer, auf die es sich bezog, multipliziert werden. 1/2, 1, 2, 3, 4, 5 mal. Okay, hier am Ende muss immer hoch minus 1/2 stehen. 1, 2, 3, 4, 5 mal. Und dementsprechend bin ich jetzt relativ fröhlich, weil die Testgeschichten, die ich mir dazu überlegt hatte, die sind alle richtig gewesen. Ich hoffe, ich habe mich jetzt hier nicht irgendwo verschrieben oder eine Klammer vergessen. Aber wenn, dann bin ich gerne bereit, das zuzugeben, wenn du das rausfindest. Viel Spaß beim Suchen, hätte ich beinahe gesagt. In diesem Sinne halte ich mal das Schild ins Bild und sage Tschüss und auf Wiedersehen.